Das ist eine neue Bid'ah, achi. Das ist die Bid'ah, ja, wir in dem, wo wir übereinstimmen, helfen uns gegenseitig. Und in dem, wo wir nicht übereinstimmen, das heißt, wo ich der Meinung bin, dass der andere im Dalal-Weg ist, schweigen wir. Achi, wenn ich das sehe, achi, hör mal, da denke ich wirklich, wo ist der Verstand geblieben? Achi, die Leute haben die Religion nicht verstanden. Aber das ist unsere Lage, die wir heute in Deutschland haben. Das ist unsere Lage, die wir heute in Deutschland haben. Ja, die Leute sind sozusagen vom Iman her auf der Intensivstation. Die sind so im letzten Atemzug, verstehst du? Und deswegen wollen die alles nur Friede, Freude, Eierkuchen haben. Das ist das Problem. Die sind wirklich auf der Iman-Intensivstation. Subhanallah, achi, es kann doch nicht sein, dass jemand den größten Unsinn erzählt, dann heißt es, hey, hört doch auf, ihr seid doch alle Brüder. Ach, es geht um die Religion. Die Leute haben grundsätzlich nicht verstanden, worum es geht. Es geht nicht kriegst du das Ticket zum 1. FC Köln jetzt billiger im Stadion oder was? Es geht um die Religion, achi. Hört doch auf, Mensch, warum denn? Streitet euch doch nicht. Mensch, warum denn? Hört doch einfach auf. Das ist eine neue Bid'ah. Das ist eine neue Bid'ah, achi. Das ist die Bid'ah, ja? Wir in dem, wo wir übereinstimmen, helfen uns gegenseitig. Und in dem, wo wir nicht übereinstimmen, das heißt, wo ich der Meinung bin, dass der andere im Dalal-Weg ist, schweigen wir. Entschuldigen wir uns gegenseitig. Ach, ist eine gewaltige Sache. Wie weit soll das gehen? Demnächst kommt der Nächste, erzählt, ja, Erbsünde ist im Islam, gibt es im Islam. Stell dir vor, ich stehe jetzt hier, ich sage jetzt, Leute, ihr müsst wissen, die Erbsünde gibt es doch im Islam. Beweis, mal gucken, vielleicht finde ich irgendeinen verdrehten Beweis, warte mal. Ja, aber das passt nicht zur Erbsünde, sondern... Hä? Wie bitte? Ja, okay, hast du eigentlich recht, ja genau. Wer also etwa eine schlechte Tat einführt, so hat er die schlechte Tat auf sich und die dem folgen. Ohne dass, aber eigentlich ist das, ja, warte mal, es gibt bestimmt was Besseres. Zum Beispiel, der kommt einfach so mit Hautfarbe oder so. Ja, das wird ja auch vererbt. Genauso die schlechten Taten werden auch vererbt. Irgend so ein Blödsinn, ja. Es gibt ja nun mal im Islam keine Erbsünde, deswegen finde ich auch jetzt keinen Beweis dafür, Alhamdulillah. Aber verstehst du? So, dann sag ich jetzt ja, die Erbsünde gibt es auch im Islam. Das heißt, wenn dein Vater eine Sünde gemacht hat, wirst du auch bestraft. Da kommt jetzt jemand und sagt, ja, schreib dich an, Pierre Vogel, du hast da und da das und das gesagt. Kein Kommentar. 3 Monate kein Kommentar. Was macht der? Dann macht er ein Video, sagt ja hier, Pierre Vogel erzählt, es gibt im Islam die Erbsünde. Hey, und dann sagst du, warum greift der den Bruder denn öffentlich an? Mensch, ist doch alles nicht so schlimm. Der hat doch nur gesagt, es gibt Erbsünde im Islam. Mensch, warum regt ihr? Mensch, habt euch doch alle lieb. Hört doch einfach auf. Warum? Was soll das denn alles? Mensch, müsst ihr euch denn gegenseitig angreifen? Und dann sage ich danach, du hast mich öffentlich angegriffen, ich verzeihe dir für Allah. Naja, das ist ein Insider-Witz. Der ist für Insider. Du hast ihm dann geholfen, dass er den Fehler repariert hat, und dann sagt er, ich verzeihe dir für Allah, dass du mich öffentlich angegriffen hast, dass du öffentlich meinen Fehler widerlegt hast. Sufyan al-Thawri, der ging an einem Mann vorbei, bis er der gesagt hat, achi, so ist unsere Religion aufgebaut. Unsere Religion, jeder Hadith, da hat einen Isnad, achi, da wird geguckt, wer ist diese Person, die das erzählt? Und was erzählt die? Da wird geguckt, was wird erzählt? Die ganze Religion ist so. So ist die ganze Religion aufgebaut. Ach, ich nehme dir irgendein Buch daraus von den ganzen Hadith. Die ganze Religion ist aufgebaut, zu gucken, wer erzählt es? Was ist die Lage von dem, der das erzählt? Und was erzählt er? Wenn der Unsinn erzählt, wird nicht angenommen. Sufyan al-Thawri, der geht an einem Mann vorbei, da sagt der Kadhab, sagt der Lügner, sagt er über diese Person. Lügner, Kadhab, sagt er. Und dann sagt er, Wallahi,
Wenn es mir erlaubt wäre zu schweigen, sagt er, wenn es mir erlaubt wäre zu schweigen, ich würde schweigen, wird er sagen. Aber ist ihm nicht erlaubt zu sagen. Warum? Weil er muss die Leute warnen vor dem Lügner. Er muss die Leute warnen vor dem Lügner, weil dieser Typ zum Beispiel Unsinn erzählt in der Religion und Lügen erzählt. Und da sagen die nicht, hey, Sufyan Thawri, einer der größten Imame der Umma, warum redest du so schlecht über den? Ja, weil es darum geht, die Religion zu schützen. Yahya ibn Ma'in sagt, Ezzibbu an Sunnah khairu min al-Jihadi fi sabilillah. Die Verteidigung des Sunnahs ist besser als der Dschihad auf dem Weg Allahs. Weil was nützt dir der Dschihad, wenn du gekämpft hast und dann kommt die kaputte Religion rüber, die schon verdreht und verfälscht ist? Dann bringt dir es auch nicht mehr viel. Was nützt dir heute, was wird ein Christ heute Dschihad bringen, wenn ein Christ Dschihad macht? Und er führt Christentum ein. Bringt ihm das was? Du hast eine falsche Religion rübergebracht. Das heißt, das ist der Punkt an der ganzen Sache. Deswegen, wenn ich so einen Quatsch höre, dann stehen mir echt die Haare zu Berg. Ahmed ibn Hanbal, ein Mann kommt zu ihm. Was sagt er zu ihm? Yafkulu alayya nakula fulan und kaza fulan und kaza. Der sagt, mir fällt es schwer zu sagen, diese Person ist so und diese Person ist so. Was sagt Ahmed ibn Hanbal? Und das ist eine Grundlage unserer Religion. Ach, die ganze Religion ist so aufgebaut. Jeder Überlieferer, da wird gesagt, wie der ist, was der ist und so weiter. Da gibt es Bücher drüber. Wer ist diese Person? Was erzählt er? Hat er eine Lüge erzählt, wird der Hadith vielleicht gar nicht mehr angenommen. Subhanallah. Ach, da wird genau geguckt, was erzählt wird. So wird unsere Religion geschützt. Und heute kann jeder was erzählen. Heute kann jeder was erzählen. Erzählt sie hier, guck mal, dieser Mann hat keinen Plan, der macht Fehler am laufenden Band. Dann sagt, dann kommt die, ja, jeder macht ja Fehler. Stimmt, jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Aber was für Fehler? Das ist hier die Frage. Und wie viel Fehler? Und was für Fehler am laufenden Band? Jeder macht Fehler. Das stimmt. Ja. Nur ob man die auch dann irgendwann mal zurücknimmt. Nur Problem ist, wenn man sich selber erwischt, dass man in jedem Vortag eine Handgranate loslässt, ja, dann muss man irgendwann mal auf die Idee kommen, dass man am besten den Mund hält. Ganz einfach. Weil kann ja nicht sein, dass man bei jedem Vortrag irgendeine Bombe loslässt. Die Hand wird beim dritten Mal abgehackt. Nee, nicht beim dritten Mal. Wo steht das denn? Wo hast du den her? Bei jedem Vortrag eine Bombe. Da muss man ja irgendwann mal auf die Idee kommen, dass man das vielleicht doch nicht drauf hat. Aber Problem ist, wenn man dann Kibar hat im Herzen, dann lässt man es. Achi, wallahi, wenn zu mir einer kommt, Achi, und sagt, pass auf, hier, und zeigt mir solche Sachen, ich höre sofort auf, Dawa zu machen, Achi, und gehe sofort lernen. Ich höre sofort auf, Dauer zu machen, ich gehe sofort lernen, mach den Mund nicht mehr auf. Glaub es mir. Aber das ist das Problem, was wir heute haben, Achi. Subhanallah. Imam Ahmed wird gefragt, mir fällt es schwer zu sagen, diese Person ist so, diese Person ist so. Was sagt er? إِذَا سَكَتَّ أَنْتَ وَسَكَتُّ أَنَا فَكَيْفَ يَعْلَمُ الْجَاهِلُ السَّقِيمِ مِنَ الصَّحِيَّ. Wenn ich schweige und wenn du schweigst, wie soll derjenige, der unwissend ist, wissen, was richtig und was falsch ist? Was gesund ist und was falsch ist, was krank ist? Wie soll das wissen? Ahmed ibn Hanbal, da kommt jemand zu ihm, sagt zu ihm, Ar-Rajul, ja, sagt Ar-Rajul, يَصُوم وَيُصَلِّ وَيَتَقِفْ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَوْ يَتَكَلَّمْ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ. Der sagt, was ist lieber, wisst ihr lieber, Ahmed ibn Hanbal? Ein Mann, der fastet, der betet, der Etikaf macht, Etikaf, also der betet freiwillig, der fastet freiwillig, der macht Etikaf, übernachtet in der Moschee, überbringt den ganzen Tag im Gottesdienst, oder das Reden über Ahlul Bidah, um die Leute zu warnen. Was sagt Ahmed im Hanbal? إِذَا قَامَ وَصَلَّ وَإِتَقَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ. Wenn er betet und fastet, wenn er steht und betet und Etikaf macht, sagt er, das ist für ihn selber. وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي عَالِ الْبِدَعِ فَإِنَّمُ هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ أَفْضَلَ. Aber wenn er über die Ahlul und Bidah redet, dann ist das für die Muslime, für die ganze Umma, und das ist besser. Das hat Ahmed ibn Hanbal, rahimullah. Ja, und wie gesagt, da gibt es so viele Aussagen, die kannst du gar nicht alle aufzählen. So ist die ganze Religion aufgebaut.
So ist die ganze Religion aufgebaut. Da müsstest du sagen, die haben alle nur gelästert. Die ganzen Bücher von Jarwa Tadil geht es nur um bestimmte Personen. Und natürlich ist es auch heute noch so, wenn du siehst, da ist jemand, der Unsinn erzählt, dann musst du den Leuten ganz klar Bescheid sagen. Und das größte Verbrechen ist es, wenn dann auch noch Leute kommen von Alul Hawa, die sich diese ganzen, von den Gelüsten, die sich diese ganze Sache schönreden, nur damit sie ihr Sprungbrett, wo sie ihre seltsame Dauer weiterführen können, nicht kaputt machen. Und versuchen, jeden Fehler zu entschuldigen, obwohl sie ganz genau im Inneren ihres Herzens wissen, dass man solche Leute zum Schweigen bringen muss. Das musst du dir mal vorstellen, Achi. Und dann muss ich mir so einen Schwachsinn von irgendwelchen Brüdern anhören, die keine Ahnung von Islam haben. Ach, habt euch doch alle lieb. Ist doch alles nicht so schlimm. Doch, natürlich ist das schlimm. Ihr müsst mal das Gehirn einschalten und die Augen aufmachen. Ich nutze den Satz. So, das ist schlimm. Das gehört zum Schutz der Religion dazu. Zum Schutz der Religion ist es, dass man Fehler offen verkündet. Insbesondere, wenn die nicht zurückgenommen werden.